Herzlich willkommen zum Review des Cumulus Down & Quills 250. Ich bin ja auch Besitzer des 450ers und den habe ich schon vor einiger Zeit reviewed und heute deswegen den 250er, den ich nämlich ebenfalls besitze und das auch direkt als Disclaimer. Das hier ist alles von meinem eigenen Geld gekauft. Ich habe keinerlei Kooperationen und das ist meine eigene unverfälschte Meinung. Das Review wird sich in drei Teile aufteilen, wie gewohnt. Teil 1, technische Daten, da packe ich außerdem noch rein, was ist überhaupt ein Quilt. Teil 2, meine eigene Erfahrung. Teil 3, das Fazit und, weil es sich bei diesem Produkt hier definitiv anbietet, den direkten Vergleich zum 450er. Und dort beantworte ich auch die Frage, welchen würde ich mitnehmen, wenn ich nur einen haben könnte. Teil 1, technische Daten. Als Namensgeber 250, der Quilt ist gefüllt mit 250 Gramm Daune und einer 850er Fillpower. Der ganze Quilt wiegt 490 Gramm und ist damit wirklich sehr, sehr leicht. Die Daune, Cumulus drückt sich da mittlerweile etwas konkreter auf ihren Webseiten zu aus, schaut es euch da an. Ja, diese Daune ist aus europäischer und ethisch vertretbarer Herkunft. Der Quilt wird geliefert mit einem Packsack, den ich keine Ahnung wo habe und hat dann ein zusammengequetschtes Volumen von 3 Litern. Ja, Hintergrund ist aber, dass ich selbst auf Wandertouren meine Daune nie so stark komprimiere, sondern immer nur leicht zusammendrücke. Ich habe ja immer zu große Rucksäcke, genau aus diesem Grund auch mit. Der Quilt ist geeignet, das habe ich übrigens bei meinen anderen Reviews vergessen zu sagen, bis zu einer Körpergröße von 1,85 Meter. Ich bin 1,78 Meter bis 1,80 Meter, passe hiermit also rein. Wer also 2 Meter lang ist, ja, erlebt mit der Standardausführung eine böse Überraschung. Dann der Einschub, wer es nicht will, kann ja die Zeitmarke überspringen. Was ist eigentlich ein Quilt und was ist das Besondere daran? Also ein Quilt ist erst einmal ein Schlafsack ohne Kopfteil. Ja, und der hat allerdings auf dem Rücken eine Stelle ausgespart. Die Idee ist folgendes, ja, ich liege ja jetzt mit meinem vollen Körpergewicht da drauf und wenn das Daune wäre in meinem Rücken, dann würde ich die zerquetschen und diese Daune würde dann mitsamt ihrem Gewicht, ja, und dem Stoff, der dort ist, überhaupt nicht zu meiner Erwärmung beitragen, ja. Das bedeutet aber auch, ich muss mit einem Quilt eine warme Isomatte darunter liegen haben. Oben am Kopf befindet sich so ein Clip, den ihr dann einfach in eurem Nacken verschließen könnt. Ihr könnt dann mit einem Kordelzug hier oben das Kinn an den Nacken ranziehen. Ja, und in dieser Einstellung sieht man mal so ein bisschen, ne, was damit gemeint ist. Es fehlt etwas am Rückenteil. So wahnsinnig viel Stoff ist es letztendlich nicht, der dadurch eingespart wird. Und man erkauft sich dabei auch ein paar Nachteile, auf die ich nachher noch eingehen werde. Der Quilt wird befestigt mit 2 solchen Gummibändern. Kann man, wenn man möchte, in der Höhe variieren. Auf dieser Seite ist der Clip ortsfest festgenäht. Auf dieser Seite kann er verstellt werden. Ja, und für je kälter es wird, ja, umso enger sollte man diese beiden hier aneinander positionieren, um zu verhindern, dass seitlich warme Luft entweicht. Der Quilt hat unten einen Gummizug, mit dem man die Fußbox variabel verschließen kann. Das heißt also, ne, bei warmem Sommerwetter ist es möglich, die Füße draußen baumeln zu lassen, während man es in der kälteren Zeit einfach komplett zuzieht. Und dann ist dieser Abschluss hier unten auch tatsächlich dicht. Der Reißverschluss ist von innen, jetzt wende ich das mal, ja, abgedeckt, allerdings nicht mit so einer zusätzlichen Wärmewulstleiste, wie man das sonst von Schlafsäcken gewöhnt ist, ja, sondern ich zeige euch das mal hier von der Seite. Das ist im Prinzip nur der doppelt genähte dünne Stoff ohne eine zusätzliche Fütterung. Gegen Zugluft durch den Reißverschluss hilft es aber zumindest schon mal. Öffnet man Fußbox und Kordelzug am unteren Ende, ne, hat man tatsächlich eine Daunendecke. Ne, das ist dann die Variante, bevor es so warm wird im Sommer, dass man sich nachts gar nicht mehr zuzudecken braucht.
Kommen wir zu Teil 2 des Reviews, meinen eigenen Erfahrungen. Ich hatte den Quilt bei meiner Sommerwanderung 2023 auf dem Mittelweg quer durch den Schwarzwald mit, beziehungsweise längs. Und der Quilt hat eine Komforttemperaturangabe von 4 Grad. Und bei unbewegter Luft kann ich die eigentlich im Wesentlichen bestätigen. Ich habe den Quilt nämlich bei einer Übernachtung an seine Komforttemperaturgrenze gebracht. Und zwar war das die Turmübernachtung am Schluchsee. Da hatte ich zwar keine 4 Grad, so kalt war es nicht, aber es war feucht. Ich hatte ungefähr, na, so 9 Grad, ja, und ich hatte starken Wind. Ich habe natürlich jetzt kein Windmessinstrument mitgehabt, aber ich denke, das werden so ungefähr 15 bis 20 Kilometer pro Stunde konstant gewesen sein. Guckt man unter den Windchill-Tabellen nach, dann sieht man, dass das schon eine Abkühlung von 4, 5 Grad bedeutet. Und damit sind wir nämlich in diesem Temperaturbereich. Ich hatte allerdings, ja, und diese Nacht hat das wirklich an die Grenze gebracht, ich hatte noch meine Ghost Whisperer Daunenjacke an. Das sollte man nicht vergessen, ne? Ich befinde mich allerdings in einer unterernährten Mangelsituation und dieses System reagiert auf Wind sowieso ziemlich empfindlich. Ja, 4 Grad sportlich, 5 Grad, 6 Grad schafft dieses System aber tatsächlich gut. Bei meiner Wanderung habe ich den Quilt häufig nur auf einer Seite festgemacht, ne, und den Quilt dann im Prinzip wie so eine halbe Decke, ne, über mich rübergezogen. Was ich sehr, sehr angenehm fand, war, dass ich hier nicht solche Nächte drin hatte, wo man vor Hitze irgendwie gefühlt bald kaputt geht. Das war sehr, sehr angenehm. Und ich hatte bei dem Kauf von dem 250er offen gestanden lange gezögert. Als er hier dann ankam, habe ich erstmal einen Schreck bekommen, ja, wenn man das ausbreitet und gegen das Licht hält, ja, da sieht man gefühlt lauter Löcher in den Daunen und man guckt auch teilweise auf Stellen, wo wirklich der Außenstoff auf den Innenstoff liegt. Da hatte ich gedacht, ne, wie bitte, das soll wärmen, und ich kann euch sagen, das ist tatsächlich erstaunlich, ja, wie gut so wenig Daune doch tatsächlich noch zu wärmen vermag. Da wir bei einem 250er Quilt ja definitiv über ultraleicht reden, ne, finde ich das hier allerdings bemerkenswert erstaunlich. Diese dicken Gummibänder sind nämlich ganz schön schwer. Ja, und sie zählen auch nicht zu dem Gewicht des Schlafsacks dazu. Ne, wer also wirklich Grammjäger ist, dem würde ich empfehlen, die dicken Gummibänder auszutauschen gegen so eine dünne Gummi-Shockcord. Kommen wir zum direkten Vergleich des 450ers mit dem 250er, weil ich ja beide besitze. Ihr habt hier einen Quilt, der 220 Gramm leichter ist als der 450er. Dafür schafft der 450er im Komfortbereich, geht der nämlich bis minus 1 Grad und damit 5 Grad mehr. Benutzt man sie im Sommer, dann ist definitiv der 250er die richtige Wahl. Ja, Gewichtsersparnis und ein viel angenehmeres Schlafklima, nicht so heiß. Das habe ich hier nämlich oft gehabt. Und ihr habt den gesünderen, erholsameren Schlaf im 250er. Im Spätsommer, Herbst tun die beiden sich eigentlich nicht viel. Ja, hier seid ihr dann schon richtig eingemummelt da drin. Hier kann man das noch ein bisschen lockerer sehen. Kommt man aber Richtung Spätherbst, ja, dann wird es langsam etwas kritisch mit dem, ne? Ein Quilt immer an der Komforttemperaturgrenze zu betreiben, halte ich nicht für vernünftig. Ja, es kann viel passieren. Es könnte Nebel in der Nacht kommen, ne? Dass irgendwas feucht wird und. Und dann fühlt sich das direkt alles ein paar Grad kälter an. Und hier habt ihr dann halt die größeren Sicherheitsreserven. Bei knapp an die 0 Grad, ne, angegeben bis minus 1, ne, auch die kann ich so nicht ganz bestätigen, ne, komplett falsch sind sie auch nicht. Seid ihr hier mit der Schwäche von Quilts konfrontiert, dass man beim Umdrehen als Seitenschläfer nämlich doch zwischen dieser Matte und dem Quilt sich immer wieder ein Luftspalt auftut, der kalte Luft reinlässt, konfrontiert.
Wenn ich nur einen der beiden haben könnte, wen würde ich nehmen? Den 450er, den 250er. Und tatsächlich, das kann ja ein Geldproblem sein, ne? Ich würde den 450er nehmen. Ja, ihr habt zwar 220 Gramm mehr Gewicht, aber die plus 5 Grad mehr Temperaturumfang würden das, denke ich, aus meiner Sicht wettmachen. Und ihr habt hiermit einen Allrounder, der ein echter 3-Jahreszeiten-Quilt ist. Ja? 4 Jahreszeiten gibt es übrigens gar nicht. Ne? Es gibt keine Quilts, die stärker gefüllt sind. Das Quiltsystem kommt bei kalten Temperaturen einfach echt an Systemgrenze ran. Wenn man das Geld hat, ne, sich 2 Daunen-Übernachtungssysteme leisten zu können, ne, dann, und das werde ich auch in Zukunft machen, im Sommer und im Frühherbst oder Spätfrühling werde ich den 250er auf meine Temperaturen mitnehmen und von dem angenehmeren Schlafklima und dem geringeren Gewicht profitieren. Ja, ich werde sehr wahrscheinlich den 450er verkaufen, weil ich als Seitenschläfer hier immer wieder, wenn ich mich umdrehe, eine kurze Öffnung schaffe, wo kalte Luft doch durch den Spalt hier zwischen Isomatte und Quilt reinkommt. Und diese Lücke hier, die dieser abdeckt, mit einem Daunenschlafsack, der an der Seite geschlossen ist, überbrücken. Kommen wir zu Teil 3 des Reviews zum Fazit. Was haben wir jetzt hier mit dem Cumulus 250er Quilt für unser Geld bekommen? Apropos Geld, habe ich glaube ich noch gar nicht gesagt. Ja. Preise variieren natürlich, auch die von Cumulus sind nicht mehr ganz so im Billigsektor, wie sie vorher waren und sind ein bisschen nach oben gegangen, haben aber im Vergleich zu anderen Ultraleichtschmieden immer noch relativ humane Preise. Stand 2023 Spätsommer ist dieser Quilt bei Cumulus für 295 Euro gelistet. Ist eine Stange Geld, ne? Aber andere Siepex-Produkte mit Einfuhrzöllen und so weiter oder Enlightenment-Equipment sind dann nochmal eine ganze Preislage höher. Wir bekommen für unser Geld einen wirklich richtig guten 2,5 Jahreszeiten-Quilt. Na, bei 3 Jahreszeiten ist sowieso die Schallgrenze für den Quilt. Und dafür, dass wir die kalten Frühlings- und Herbsttage einbüßen, werden wir verwöhnt mit einem besseren Schlafklima, mit 200 Gramm weniger. Wer auf Gewicht extrem Wert legt, ne, sollte noch diese dicken Befestigungsgummis gegen dünne Gummischockcords austauschen und kann dort ebenfalls noch mal ein paar Gramm sparen. Und übrigens Achtung, das Gewicht dieser Gummicords ist nicht in dem Schlafsack drin gelistet. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Firma Cumulus auf ihrer Website anbietet, diese Schlafsäcke custom-made zu machen. Was bedeutet das? Ja, ihr könnt euch mittlerweile die Farbe aussuchen, bei Schlafsäcken die Farbseite der Innenseite beeinflussen. Ihr könnt das Oberflächenmaterial auf beiden Seiten ändern lassen, in zum Beispiel noch stärker wasserabweisendes. Ihr könnt Daune hydrophobieren lassen, ist relativ teuer. Ich habe bis jetzt übrigens immer davon abgesehen, wäre ich auch mal echt dran interessiert, ob jemand irgendwie einen wirklichen, echten Vergleich zwischen hydrophobierter Daune und nicht hydrophobierter hat. Ja. Ich möchte euch aber meine theoretischen Gedanken dazu machen. Ich befürchte nämlich, dass man mit einer hydrophobierten Daune sich diese erhöhte, nennen wir es mal Wasserfestigkeit seines Isolationsmaterials um den Preis eines schlechteren Schlafklimas erkauft, weil nämlich die Feuchtigkeit, die Körperfeuchtigkeit nicht mehr so gut aufgenommen werden könnte. Könnte ich mir vorstellen, ja, kann sein, dass ich mich irre. Wie gesagt, deswegen ernst gemeint, ne? Schreibt das mal bitte in die Kommis. Na, ihr könnt also hier alles mitmachen lassen. Ne? Ich würde euch allerdings raten, ja, das wäre mein Tipp, übertreibt es dabei nicht. Ja? Wenn ihr zum Beispiel hingeht und macht noch einen Overfill, ne, und dann wird das hier noch ein bisschen breiter und da noch ein bisschen anders, dann guckt lieber, ob ihr in dem Sortiment nicht einen anderen normalen Schlafsack oder normalen Quilt findet, der die gleichen Ansprüche erfüllt. Die Firma Cumulus ist eine europäische Firma, zwar keine deutsche, ne, aber nach dem ganzen amerikanischen Rumkrakele America First ist es mir tatsächlich wichtig, ne, dass, und in dem Fall ja nicht nur irgendwie die Managementabteilung, ne, und Produktentwicklung in Europa sitzt, sondern hier sitzt alles inklusive der Fertigung in Europa.
Hat mich gefreut, wer bis jetzt dran geblieben ist. Bis zum nächsten Mal, euer Felix.